zurück. Ihr könnt es schon erkennen, wir sind nicht zu Hause. Wir sind gestern Abend angereist, sind jetzt hier im Ritz-Carlton und wurden dazu eingeladen, denn hier in Wolfsburg in der Autostadt gibt es ein Sommerfestival. Und ich nehme euch wieder eine Runde mit. Ihr wisst ja, wie sehr meine Kinder auf coole Autos stehen. Und es ist aber jetzt nicht so, dass wir nur Autos angucken, hoffe ich zumindest, denn es ist einiges geboten. Dazu nehme ich euch, wie gesagt, eine Runde mit. Die Anreise war leider schrecklich. Also wir haben ultra lang gebraucht. Wir waren stundenlang unterwegs mit der Bahn. Mein Mann, der war richtig sauer und hat gesagt, das nächste Mal fahren wir mit dem Auto. Das geht gar nicht. Wir mussten auch ein paar Mal umsteigen und jeder Zug hatte Verspätung, sodass wir nie den Anschluss natürlich bekommen haben. Und es war echt anstrengend. Also stundenlang waren wir unterwegs. Ich war total kaputt, als wir hier gestern Abend angekommen sind. Wir haben aber schon gesehen, dass hier einiges aufgebaut wurde, konnten dann aber natürlich nichts machen, weil es einfach schon so spät war. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch mit. Es ist jetzt gerade vorhin auch was richtig Heftiges vorgefallen, worüber ich mich total geärgert habe. Das erzähle ich euch auch im Laufe des Videos. Ich bin jetzt nur noch mal kurz hochgekommen, weil meine Jungs sich unten im Pool noch mal abgekühlt haben. Ich war auch beim Friseur. Ich denke, ihr werdet überrascht sein, ja, was ich angestellt habe. Aber ich liebe es und ich bin total zufrieden. Dazu dann auch im Video noch mehr. Und ich würde sagen, jetzt blende ich euch mal die Sequenzen ein, die ich gestern nach unserer Ankunft abgefilmt habe, sodass ihr auch mal seht, wie schön die Hotelzimmer wieder waren. Wir haben zwei Stück. Eigentlich sollte ja der Max auch mitkommen. Also wir wären eigentlich zu sechst hier. Wir hatten dann nur zwei Doppelbetten, aber gestern Abend wurde uns dann noch ein Zustellbett gebracht. Das hatte ich dann nicht gefilmt, nur dass ihr euch nicht wundert. Also wir sind zu fünft hier quasi und haben jetzt auch genug Betten. Und ja, es ist leider sehr, sehr schade, dass der Max nicht dabei sein kann, aber Hunde sind hier in der Autostadt leider nicht erlaubt und die Bella kann ja nicht alleine zu Hause bleiben. Tja, Max, hast du Pech gehabt, falls du das hier siehst. Nein, wir schicken ihm regelmäßig Bilder ja, von den Dingen, die wir hier erleben und dann kann er sehen, wie schön es hier ist. Und das seht ihr jetzt, wie gesagt, im Laufe des Videos auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich ziehe mich mal um. Es ist nämlich ultra heiß. Die Kinder wollen jetzt Boot fahren und ja, bis gleich. So, ich bin jetzt gerade nochmal hier rüber gekommen. Hier steht nämlich mein Koffer. Die Jungs schlafen ja drüben, aber wir haben ja eine Verbindungstür. Wir haben ihnen die Suite überlassen. Da haben sie sich natürlich wahnsinnig drüber gefreut. Aber hier ist es natürlich genauso schön. Und ich wollte euch nochmal ganz, ganz kurz diese wunderschöne Überraschung hier zeigen. Von den ganzen Mitarbeitern des Ritz-Carlton. Also ich war echt den Tränen natürlich wieder sehr, sehr nahe. Für mich ist sowas nicht selbstverständlich. Und auch die Worte, die haben mich sehr, sehr berührt. Das haben tatsächlich alle möglichen Mitarbeiter unterschrieben. Und das hat mich so doll gefreut. Also herzlichen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Wie gesagt, für mich ist sowas nicht selbstverständlich. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz mein komplettes Outfit. Weil euch das ja auch immer ein bisschen interessiert, was man so tragen kann, wenn man so eine Kugel hat. Das ist mein neues Kleidchen, das habe ich mir bei ASOS bestellt und das war jetzt für heute Morgen richtig schön, ideal für die Temperatur auch, aber jetzt wird es einfach zu heiß und deshalb ziehe ich mir ein leichtes Kleidchen an. Ich habe dazu passend diese Schüchen hier, eben passend wegen der Farbe, weil die Rosen ja auch hier in diesem wunderschönen Rosa sind. Natürlich könnte man auch hohe Schuhe dazu tragen, aber wenn man mit Kindern unterwegs ist und einen Ausflug macht, dann sind hohe Schuhe eher hinderlich, würde ich sagen. Aber wenn euch die Schuhe gefallen, die habe ich von Naked, hatte ich euch auch auf Instagram erzählt. Dazu habe ich auch einen Rabattcode für euch. Keine Sorge, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich werde auch nicht am Umsatz beteiligt, leider. Aber ihr könnt 20% bei Naked sparen und da freut man sich ja. Also ich finde sie super angenehm und eben auch passend zu diesem Kleidchen. Aber ich ziehe mir jetzt was Luftiges an und dann geht's zum Bootfahren. Ich hoffe, dass mir nicht schlecht wird. Es ist unglaublich, was uns hier für eine Überraschung erwartet hat. Und ich bin immer noch total sprachlos. Schaut euch mal bitte an, was für eine schöne Nachricht mir das komplette Team vom Ritz-Carlton hinterlassen hat. Ich habe mich wirklich wahnsinnig darüber gefreut. Darin soll das Baby dann noch wachsen. Also so steht es jetzt hier drauf. Und also wie gesagt, ich bin
ja, fast sprachlos. Hier sind noch Leckereien, die auf uns gewartet haben. Und hier noch unsere Begrüßung. Und das ist sogar noch für die Bella. Ja, also wie gesagt, ich habe mich wahnsinnig gefreut. So sieht es jetzt hier auf diesem Bett aus. Auch wunderschön. Und ich zeige euch jetzt mal, wie es drüben aussieht. Das ist das zweite Zimmer. Auch richtig schön. Mit diesem Ausblick hier. Richtig genial sieht das aus. Und ich zeige euch mal kurz das Bad. Und zwar bin ich hier. Wir sind gerade eben im Moment angekommen. Und das ist die Badewanne. Wie cool ist das bitte? Richtig, richtig schön. Da ist dann die Toilette und hier die Dusche. Und es ist alles wirklich richtig groß, sehr, sehr gemütlich und sehr edel. Und wir werden uns auf jeden Fall hier wahnsinnig wohlfühlen. Und da ist der Alessandro auch schon fleißig. Hat sich auch sehr gefreut hier über die Süßigkeiten. Hier stehen auch unsere Koffer. Und hier haben wir jetzt auch noch etwas. Oh, das sieht so aus. Und hier ist eben diese Verbindungstür, die dann zum anderen Zimmer führt, wo wir jetzt gerade eben waren. Und hier können wir auch nochmal reinschauen. Das ist eben das Bad von diesem Zimmer. So sieht das hier aus. Auch richtig schön. I would say we were good together. I would say we had fun. Our trails will never run forever. Something else is on your mind, like everything that's good in life always comes to an end. We're letting go, drifting apart. There's no use trying to pretend, and I know that it's neuer Tag, neues Glück. Ich habe die Bootsfahrt gestern tatsächlich gut überstanden. Die Jungs hatten total viel Spaß, das Wetter hat gepasst und ja, wir hatten tatsächlich viel, viel Spaß, haben noch einiges erlebt. Das habe ich natürlich auch noch mitgefilmt, würde euch dann später aber davon erzählen, denn wir sind jetzt schon quasi auf dem Heimweg. Also wir checken jetzt noch schnell aus und dann fährt auch schon unser Zug. Der Alessandro wollte draußen jetzt ganz gern noch ein paar coole Autos fotografieren und deshalb soll er das gerne jetzt noch tun. Und dann würde ich sagen, erzähle ich euch, wie gesagt, zu Hause davon. Meine Haare sind immer noch zusammen. Ich habe es euch immer noch nicht eingeblendet, was der Friseur abgeschnitten hat oder wie viel der Friseur abgeschnitten hat. Sagen wir es einfach mal so. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich zu Hause und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was von unserem Ausflug in die Autostadt. Bis gleich. So, der Mitarbeiter jetzt hier vom Ritz-Carlton, der war total lieb. Und Alessandro durfte sich gerade hier reinsetzen und den Motor tatsächlich anmachen und Gas geben. Das war super lieb, ne Alessandro? Ja. Das konnte ich jetzt leider so nicht mitfilmen. Der Luki hat nämlich mit der Kamera den Auspuff gefilmt und geschaut, wie das Auto kracht, ne? Ja. Müssen wir mal gucken, was der Luki da gefilmt hat. Vielleicht blende ich euch das noch ein. Ja, und Alessi ist jetzt total glücklich. Jetzt müssen wir aber wirklich los. Wir sind wieder zu Hause. Yay! Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch noch ein bisschen was erzähle von unserem Ausflug. Ich würde aber sagen, dass ich euch jetzt erstmal die Sequenzen vom Friseur einblende, damit ihr seht, wie viel abgekommen ist. Ich durfte sie mir tatsächlich selbst abschneiden. Also hier vorne war dann so ein Haargummi und deshalb waren sie natürlich super krumm. Und dann musste meine Friseurin das Ganze begradigen. Es ist einiges abgekommen. Die Reaktion von meinem Mann war...
ernsthaft. Und meine Jungs fanden es irgendwie auch nicht so prickelnd. Die sind es halt nicht gewohnt, ne? Also Mama hat halt immer lange Haare, aber jetzt hat sie halt etwas kürzere. Mir gefällt es total gut, ich bin zufrieden, ich fühle mich total wohl und es ist ein ganz, ganz anderes Gefühl jetzt, eben mit kürzeren Haaren. Und das blende ich euch jetzt mal ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Was wird es machen? Im Vlog. Ich find's gut. Findest du es echt scheiße? Und Papa gefällt's auch nicht. Ich find's gut. Da ist ganz schön viel abgekommen, ne? Also es ist schon ein Unterschied für das, dass ich eigentlich meine Haare meist bis zum Po trage. Ist es für mich schon echt ein krasser, ja, Unterschied jetzt. So sehen sie offen aus. Sehen jetzt nicht ganz so ordentlich aus, aber ich bin total zufrieden. Ich mag es sehr, sehr gerne und ich fühle mich eben wohl. Und jetzt hatte ich euch ja versprochen, dass ich euch noch ein bisschen was von unserem Ausflug erzähle in die Autostadt. Dieses Sommerfestival, das geht noch bis zum 26. August. Also falls ihr da auch Interesse habt, dann könnt ihr noch vorbeischauen. Es gibt unglaublich viele Attraktionen, gerade für Kinder. Aber nicht nur, die Erwachsenen kommen auch auf ihre Kosten, natürlich. Es gibt ein riesiges Zirkuszelt. Zirkuszelt, das aber die Bühne ist. Man sitzt draußen, wie in so einem Theater. Und das war sehr, sehr schön, die Vorführung, die wir angeschaut haben. Also es sind ganz viele Künstler da, Musiker, Akrobaten. Wir hatten eine Show erwischt, die super gut zu meinen zwei Jüngsten gepasst hat. Also der Moritz hatte auch sehr viel Spaß, sich das anzuschauen. Aber die zwei Jüngsten sind ja super viel auf dem Trampolin. Gerade der Alessandro, wer mir schon länger folgt, der weiß es. Der macht ja seine Kapriolen und Rückwärtssalto und so weiter. Und das haben die eben gemacht, aber in einer Art und Weise wirklich. Es ging die ganze Zeit so, oh und ah, und da war eine blonde Frau mit dabei, die, also ich hatte das Gefühl, ihre Knochen waren aus Gummi. Die hat diese Show wirklich so gerockt, also alle, die da mit dabei waren natürlich, aber die war für mich so voll der Hingucker. Und ansonsten sind wir ja mittags mit dem Elektroboot gefahren, das habt ihr ja gesehen. Es gab aber auch noch Tretboote, es gab so Schwäne und so eine Insel, auf die man sich ziehen konnte, auf so einem Floß. Und dann war auch ganz, ganz viel Sand und so richtig schöne Liegen, in die man sich chillen konnte. Und die Kinder sind dann die ganze Zeit ins Wasser gesprungen, meine jetzt nicht. Dazu hatten wir leider keine Zeit mehr. Da war nämlich noch eine riesige Hüpfburg. Auf die sind nämlich die Jungs dann drauf. Ich hatte mich in der Zwischenzeit mit dem Mitarbeiter recht lang noch unterhalten. Der war auch super nett. Und wie gesagt, es gab einfach wahnsinnig viel für die Jungs. Es gab auch eine riesige Rutsche, also die war richtig heftig. Da hatten die Jungs auch nochmal sehr viel Spaß. Und ansonsten gab es noch so aus Plastik so Riesenrollen, da sind die dann rein. Und dann haben die sich gerollt. Leider sind die Sequenzen jetzt nicht mit hier in diesem Video, denn die Speicherkarte hat sich irgendwie verabschiedet. Ich muss die hier mal zu einem bringen bei uns im Ort, der sich damit auskennt. Ich hoffe, dass er mir die Sequenzen rettet. Auf jeden Fall kommen wir jetzt noch ganz kurz zu dem Ereignis, worüber ich mich ziemlich doll geärgert hatte und euch auch darüber berichtet habe auf Instagram. Und zwar war es so, dass ich am Samstagmorgen schon recht früh los bin mit den Jungs, mit den zwei Jüngsten. Um 10 waren wir schon bei der ersten Attraktion und zwar war das eine riesige Hüpfburg. Ich bin deshalb so früh hin, weil ich natürlich keine fremden Kinder filmen möchte. Und ich wurde ja dazu eingeladen, dass ich euch quasi mitnehme auf diese kleine Reise, euch zeige, was eben in der Autostadt geboten wird. Also ich werde nicht einfach so eingeladen, ne? Kurze Klammer. Ja, und dann war ich eben dort und dann wurde mir gleich am Eingang schon gesagt, nein, die Eltern müssen draußen bleiben. Also gut, dann habe ich ihr das erklärt, dass ich eben hier bin, um ein paar schöne Sequenzen zu filmen und dass ich aber gleich wieder gehe. Also gut, hat sie mich durchgelassen, dann bin ich durch. Dann kam schon die zweite auf mich zu. Dann habe ich der das wieder erklärt, ich bin weitergelaufen. Dann kam schon der dritte auf mich zu, der mich da darauf hingewiesen hat, dass ich hier nichts verloren habe. Ich muss auch dazu sagen, dass diese Hüpfburg, also riesig war, aber nicht überschaubar. Also das heißt, vom Eingang konntet ihr nicht bis zum Ende
schauen. Also ihr habt eure Kinder dann ganz am Ende nicht gesehen. Da war auch nochmal so ein riesiger Hügel, über den ich dann immer gerannt bin, als ich dann letztendlich draußen war. Aber bis ich dann erstmal draußen war, ist noch ein bisschen was vorgefallen. Und zwar möchte ich auch noch dazu sagen, dass halt ringsrum Wasser war. Und da war halt außenrum so ein Holzsteg. Also gut, nachdem ich das dann dem dritten Mitarbeiter höflich erklärt habe, warum ich überhaupt hier bin und dass ich nur schnell ein paar Sequenzen filme, kam auch schon der vierte auf mich zu, der dann leider gar nicht mehr freundlich war. Und ich ihm das versucht habe zu erklären und er dann meinte, ja, da könnte ja jeder kommen und das sagen, ob ich was Schriftliches habe. Dann habe ich ihm die E-Mail gezeigt und ja, nee, also es geht gar nicht, ich soll jetzt hier gehen. Und dann sage ich, wissen Sie was, bringen Sie mal bitte Ihren Vorgesetzten, ja, dann kläre ich das mal eben ab. Ja, ist in Ordnung, sagt er, und dann kam der Vorgesetzte. So, jetzt sind hier gerade komplett die Jalousien im ganzen Haus hochgefahren, weil es so stürmt und regnet, was nicht schlimm ist, ein bisschen Abkühlung tut gut. Also nicht wundern, wenn sich das Licht jetzt verändert hat. Also nochmal ganz kurz zurück zu demjenigen, der dann kam, eben der da scheinbar was zu sagen hat, der mich dann tatsächlich sehr schlecht behandelt hat. Der meinte, es könnte jeder kommen mit ein paar Abos und sowas behaupten. Und da war für mich schon eine Grenze überschritten, weil ich mir gedacht habe, und wenn ich nur 5 Abonnenten hätte, das sind 5 Menschen, die zuschauen, und jemanden an einer Abozahl auszumachen, geht gar nicht. Aber gut, sei es drum, das sind eben nun mal die Regeln und ich respektiere die Regeln, aber ich denke, dass man durchaus anders mit seinen Mitmenschen umgehen kann. Also so habe ich das zumindest gelernt. Und ich habe auch eben höflich gesagt, dass ich nur ein paar Sequenzen abfilmen möchte, damit ich was für mein Video habe. So, also das erstmal dazu, zu der Hüpfburg an sich. Die ist ab 4 bis 12 und ich hätte tatsächlich mein 4-jähriges Kind nicht draufgelassen. Es waren auch ganz, ganz viele Eltern, die dann wieder zurück sind, die ihre Kinder einfach genommen haben und gesagt haben, nee, du darfst da nicht drauf, verständlicherweise, denn es war wirklich sehr gefährlich, es war wirklich super unübersichtlich und viele Kinder sehr traurig waren. Ich habe mir das ganze Spektakel 1,5 Stunden angeschaut, ich war dann da gesessen, ganz alleine, habe mich gelangweilt, habe meine Kinder nicht gesehen. Jetzt sagen vielleicht manche von euch, naja, aber deine Kinder sind doch schon groß. Ja, meine Kinder sind groß, die brauchen da jetzt nicht unbedingt die Aufsicht oder die Augen von mir, aber ich mache ja diesen Ausflug für und mit meinen Kindern, damit ich was Schönes erlebe. Weil ansonsten könnte ich zu Hause bleiben, meinen Haushalt machen und sie auf den Spielplatz schicken. Die sind nämlich schon groß, wie gesagt, die können auch schon alleine auf den Spielplatz. So, dafür mache ich nicht so einen Ausflug und fahre so viele Kilometer, fast 1000 Kilometer. Ja, also so viel dazu, falls sich da jetzt jemand wundert. Jedenfalls hätte ich mein 4-jähriges Kind nicht draufgelassen, auch kein 5-jähriges. Wie gesagt, da war Wasser außenrum und es war nicht die Hüpfburg, von der ich euch vorhin erzählt habe. Die war kleiner. Die große, die war eben komplett unüberschaubar. Also vor allen Dingen, was mich am meisten geärgert hat, war, dass die Mitarbeiter kein Auge auf die Kinder hatten. Also ich habe mir das 1,5 Stunden angeschaut. Wie gesagt, ich war vorne alleine gesessen, habe auch die ganzen Eltern beobachtet, die dann eben Nein zu ihren Kindern gesagt haben, dass sie nicht drauf dürfen. Die Kinder waren sehr enttäuscht und sehr traurig. Verständlicherweise, wenn ein Kind so eine Hüpfburg sieht, dann möchte es natürlich drauf. Ich habe nicht verstanden, warum die Eltern nicht drauf dürfen. Also es war für 80 Personen, als ich dort war, waren vielleicht 15 Kinder drauf. Und ja, gut, so sind die Regeln. Wie gesagt, ich respektiere die Regeln, aber ich habe das nicht verstanden. Meiner Meinung nach hat das jemand konzipiert, der selbst keine Kinder hat und auch kein Fachpersonal da eben am Start war. Ja. Ich muss leider so ehrlich sein, das waren eben die Dinge, die ich gesehen habe. Die Mitarbeiter, die waren mit dem Rücken zur Hüpfburg, die haben sich mehr miteinander unterhalten, waren mehr am Handy. Das fand ich sehr, sehr schade, weil es wirklich sehr gefährlich ist. Gerade wenn Wasser außenrum ist. Und ich muss euch ehrlich sagen, mit mir kann man wirklich jeden Spaß machen. Ich bin total lustig, ihr wisst es, ich lache immer, ich bin fröhlich. Ich sehe immer das Positive, aber wenn es um Kinder geht, da hört bei mir halt der Spaß auf. Ne? Also da werde ich dann schon auch echt böse. Und warum werde ich überhaupt eingeladen, wenn ich dann nichts filmen darf? Ne? Also es hat irgendwie nicht zusammengepasst. Naja, sei es drum, wir hatten dann trotzdem einen schönen Tag. Wie gesagt, der Rest verlief wirklich wunderbar. Und ich muss das auch nicht sagen, sonst wäre ich auch nicht so ehrlich mit euch und würde euch das erzählen.
ja, auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht nicht mehr eingeladen werde, weil ich so ehrlich bin. Ich hatte dann aber mit derjenigen telefoniert, die mich eingeladen hat und die gesagt hat, hey, super, danke für dein Feedback, weil so kann man nur Dinge verbessern. Eben auch, weil viele Eltern sich geärgert haben, dass sie da nicht mitschauen konnten bzw. nicht mit drauf durften und das einfach viel zu gefährlich war. Ja, so viel also zu unserem Ausflug zur Autostadt. Das war's soweit. Ich verlinke euch gerne mal die Seite unten in der Infobox. Muss ich auch nicht machen. Ich werde dafür auch nicht bezahlt. Nur mal so am Rande. Falls eure Kinder, falls eure Jungs zum Beispiel genauso autoverrückt sind wie meine, beziehungsweise falls sie eben so Attraktionen mögen, dann schaut euch gerne mal die Internetseite an. Die Preise, die sind auch super in Ordnung. Also da kann man auch überhaupt nichts sagen. Die Eintrittspreise, die waren echt okay. Und eine riesen Veranstaltung, wirklich für das Geld, da kann man wirklich nicht meckern. Okay, meine Lieben, also, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Schön, dass ihr noch dabei geblieben seid. Wenn ihr bis hier geschaut habt, dann Daumen nach oben für euch. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!